Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Tag in meinem Leben auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Ich möchte euch heute einen Tag lang mitnehmen und so zeigen und auch für mich einfach mal festhalten, was ich denn so tue und was eigentlich an einem normalen Tag so ansteht. Und damit wir beide, also du und ich, nicht vergessen, was eigentlich so zu tun ist, werde ich das mal kurz auflisten. Als erstes werde ich jetzt dann ins Fitnessstudio gehen. Dort habe ich heute meinen Arms Day, das heißt, die Schultern und die Arme werden dort hoffentlich komplett zerstört. Nach dem Fitnessstudio werde ich dann in der U-Bahn weiter meinen Podcast hören und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, möchte ich meinen Fokusblock machen. Das habe ich meistens einmal am Tag. Das ist so ein eineinhalbstündiger Zeitblock, in dem ich so die Kleinigkeiten, die einfach mal sich so über die letzten Tage gesammelt haben, abarbeite und halt schaue, was dort zu tun ist. Und eine Sache, die zum Beispiel immer in diesen Fokusblock fällt, ist Duolingo und Französisch lernen und genau das werde ich dort auch machen. Dann wird es auch schon ans Duschen und Mittagessen gehen und nach dem Mittagessen geht die richtige Arbeit dann eigentlich los, denn was ich heute machen möchte, ist einerseits ein Videoprojekt schneiden, das heißt von den Rohdateien bis zum fertigen Video muss ich ein ganzes Video für eine Kundin schneiden und dann möchte ich meine Pitch-Decks gestalten, denn ich bin ja gerade, wie im letzten Video erwähnt, dabei diese auszusenden und diesmal möchte ich sie speziell für Immobilienunternehmen gestalten und da muss ich halt sehr viele Änderungen vornehmen und das sollte dann ein zweiter Teil des Nachmittags werden. Und der dritte große Teil, den ihr nicht so wirklich mitbekommen werdet, ist das Ganze auch filmerisch festzuhalten. Und das ist halt meistens so dann mein YouTube-Social-Media-Blog des Tages, wo ich versuche eben die Sachen festzuhalten, irgendwas zu filmen oder zu brainstormen, Titel, Thumbnails und so weiter. Wenn das Ganze dann geschafft ist, dann kommt auch schon meine Freundin nach Hause und wir werden uns ein Abendessen zusammen kochen. Dann schauen wir uns gemütlich ein bisschen was von der Serie an. Und dann so meistens um 10 oder 10:30 möchte ich dann noch zum Schluss weiter in meinem Buch lesen. Gerade lese ich da 100 Million Dollar Offers von Alex Homozy. Und das mache ich meistens in Kombination mit dem Hörbuch. Das heißt, ich lese und höre das Gelesene zugleich. Und da möchte ich heute auch wieder so eine halbe Stunde bis Stunde drin lesen. Und ich würde sagen, deswegen legen wir auch direkt los und machen uns auf den Weg ins Fitnessstudio. Training ist vorbei und wir machen einen kurzen Posing-Check. Mal ein paar Posen durchgehen. Ich hatte jetzt den Armtag, habe ich ja hier auch ein bisschen was gezeigt. Oh, bin jetzt seit ungefähr 7 Monaten auf Diät. Abgenommen habe ich seither circa 11 Kilo. Ich bin jetzt auf 99,4, was sehr labernd ist. Und wir schauen mal, bis wohin ich im Sommer noch komme. Ich bin auf jeden Fall immer zufriedener mit meiner Form. Vor allem, weil halt so viel Fett weggegangen ist, das sich da einfach angesammelt hat. Und ja, das Training ist jetzt vorbei. Wir haben heute noch einiges zu tun, deswegen machen wir uns gleich mal auf. So, ich bin jetzt am Heimweg vom Fitnessstudio, habe gleich einen kurzen Posing-Check gemacht. Ich hoffe, der Ton hat hier gepasst. Und jetzt geht's auf für mich zum Biller. Dort werde ich mir 2 Weckerl holen, weil ich habe noch ein richtig gutes, selbstgemachtes Gulasch von der Mama zu Hause. Das wird dann mittags schnabuliert, aber vorher wird sich noch ein Podcast in der U-Bahn angehört und dann steht noch der Fokusblock zu Hause an und dann gibt es ein gutes Mittagessen. Und ich würde sagen, damit beginnen wir jetzt mal. We'll be right back.
So, meine Mittagspause ist somit fast vorbei. Ich habe Französisch gelernt. Ich habe ein paar Kleinigkeiten im Social-Media-Bereich gemanagt, die ich für das Unternehmen machen musste. Danach habe ich mir mein leckeres Gulasch von der Mama gemacht und das Ganze schnabuliert, wie immer mit meinem JP-Video. Jetzt war ich duschen, habe auch gleich Haare gewaschen, Gesicht eingecremt und so weiter, alles was dazugehört. Und jetzt werde ich mich noch kurz hinsetzen und einen Apfel essen und danach geht es ans Arbeiten. Mein Problem derzeit ist nur, dass ich noch einige Dinge auf der Liste stehen habe und der erste Punkt hiervon eigentlich der Videoschnitt wäre. Aber ich habe hier noch nicht alle Dateien bekommen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich den Nachmittag so ein bisschen umstrukturieren. Und wie ich das genau machen werde, das werde ich mir jetzt mal anschauen. Deswegen werde ich mir jetzt den Apfel nehmen, kurz den Nachmittag planen und dann mich an die Arbeit setzen. Kleines Update, ich habe leider noch immer nicht die Dateien für den Videoschnitt erhalten, aber den Apfel habe ich gegessen zusammen mit dem Kater, der hat wunderbar geschmeckt und ich werde das Ganze jetzt so machen, dass ich mich in ein Café setzen werde und dort an meinen Pitch-Decks arbeite und entweder dann später, nachdem ich vom Café wieder zu Hause bin, an dem Video arbeite oder an was anderem weiterarbeiten. Zu tun gibt es ja genug. Aber bevor wir das machen, habe ich eine kleine Amazon-Bestellung bekommen und zwar haben wir hier ein kleines Paket, das ich mit euch mal auspacken wollte. Denn ich filme ja hier alles mit meiner neuen DJI Osmo Pocket 3 Kamera und ich habe mich hierfür von Polar Pro die ND-Filter bestellt, weil das anscheinend die besten sind für die Kamera und die kommen hier in so einer kleinen netten Hülle auch an und da freue ich mich natürlich riesig, die dann gleich mal einsetzen zu können, denn diese süßen kleinen Filter hier werden mir dabei helfen, dass ich in Zukunft draußen mit den richtigen Einstellungen filmen kann, ohne dass das Ganze sozusagen weniger cinematisch dann aussieht. Und das freut mich sehr und das werden wir jetzt gleich mal auf dem Weg ins Café einsetzen. Ich war jetzt circa eine Stunde in der Burggasse 24 hier hinter mir und habe dort weiter an meinen Pitch-Decks gearbeitet und ein ziemlich cooler Fakt, den ich hier noch einbauen wollte, dieses ganze Geschäft, also sowohl der Vintage-Store als auch das Café von der Burggasse 24, war früher das Geschäft von meiner Mama und ich bin quasi da drin aufgewachsen. Und es gibt sogar noch vom Auszug, also nachdem wir das Geschäft quasi abgegeben haben, meinen Namen als Schmiererei auf der Toilette. Früher war das Einzige, was auf dieser Wand geschmiert war und mittlerweile dürfte das wohl übernommen worden sein. Das heißt, es gibt hier ein paar weitere Schmiragen und es ist irgendwie ganz cool, das noch dort zu sehen. Und ja, mittlerweile habe ich auch, Gott sei Dank, meine Dateien für den Videoschnitt bekommen. Das heißt, es geht jetzt heim an den PC wieder und ans Schneiden von dem Kundenvideo. Die Arbeit wurde vollrichtet. Ich habe mich am Nachmittag ins Café gesetzt und weiter an meinen Pitch-Decks gefeilt. Und danach habe ich den Videoschnitt für die besagte Kundin begonnen. Leider ist hier noch immer nicht alles da. Das heißt, ich konnte es nicht so fertigstellen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das wird dann einfach morgen gemacht. Aber grundsätzlich hat das meinen Nachmittag eigentlich ziemlich gut widergespiegelt. Jetzt ist dann langsam der Abend beginnen. Das heißt, das Ganze wird so aussehen, dass dann jetzt mal bald mal meine Freundin nach Hause kommen wird und wir werden uns zusammen ein HelloFresh-Gericht machen. Dann werden wir uns wahrscheinlich gemütlich auf die Couch setzen und irgendwas Nettes im Fernsehen schauen. Also auf Netflix oder Prime. Fernsehen haben wir nicht mal. Was ich heute auch noch machen muss, ist Wäsche waschen, aufhängen,
dann möchte ich eben, wie gesagt, noch meine eine Stunde Fokus Reading in 100 Million Dollar Offers von Alex Hormozi machen und natürlich Tagebuch schreiben und dann ist die To-Do-Liste auch schon abgearbeitet. Aber ich habe jetzt hier den ganzen Tag meine Sachen gemacht und mich um alles gekümmert, was ich so tue und euch eigentlich jetzt schon bis hierhin den ganzen Tag mitgenommen. Aber ich habe mich noch gar nicht so richtig vorgestellt, damit die Leute, die vielleicht dieses Video schauen, aber gar nicht wissen, wer ich bin und was ich überhaupt mache. Aber jetzt am Anfang vom Ende des Tages dachte ich mir, nehme ich mir mal kurz die Zeit und mache genau das. Also ich bin Florian und derzeit dabei, mich selbstständig zu machen. Selbstständig in die Richtung Social Media, das heißt Content-Produktion, Social Media Management, Social Media Verwaltung, Erstellung, Optimierung, Online-Präsenzen und all dieses Zeug, was hier dazugehört. Aber nicht so, wie viele Leute das heutzutage machen mit sämtlichen AI-generierten Posts oder sonstigen, sondern bei mir, also mein Slogan hierfür ist sozusagen Content mit Herz und Präsenz mit Stil. Das heißt, ich mache alles selbst, ich mache die Fotos selbst, ich mache die Videos selbst, ich editiere alles und ich kümmere mich wirklich als reale Person um eine authentische Online-Präsenz eines Unternehmens. Und hier bin ich gerade dabei, Pitch-Decks zu erstellen. Das habt ihr jetzt heute schon ein paar Mal von mir gehört. Das sind sozusagen so kleine PowerPoint-Präsentationen, im Endeffekt sind es eigentlich nur PDFs, die ich an Unternehmen rausschicken möchte, um sozusagen neue Kunden zu gewinnen. Das heißt, ich erstelle diese Pitch-Decks und schicke die dann an Unternehmen, die ich mir für passend vorstellen, wo ich Ideen habe, Inspirationen habe und vieles mehr und möchte denen dann sozusagen die Social Media Präsenz und die Verwaltung durch mich pitchen und erhoffe mir eben so, neue Kunden zu gewinnen und daran arbeite ich. Zusätzlich bin ich eben auch als Freelancer im Videoschnitt und Videoproduktion tätig, habe da immer mal wieder kleine Aufträge und auch ein paar dauerhafte Aufträge und einer dieser dauerhaften Aufträge hat heute eben auch meine Aufmerksamkeit verlangt und dafür habe ich dann das Video am Nachmittag geschnitten, wo ich eben nicht ganz so dazu gekommen bin, wie ich das gerne gewollt hätte. Aber ja, was mache ich denn eigentlich sonst noch? Also grundsätzlich bin ich auch liebend gerne im Fitnessstudio, wie ihr gesehen habt, das ist eine meiner liebsten Beschäftigungen und wenn ich nicht im Fitnessstudio bin, mich darum kümmere, meine Selbstständigkeit weiter auszubauen, dann sitze ich vor der Kamera und produziere Videos. Denn ein großer Teil meines Tages heute war natürlich auch, diesen per Kamera festzuhalten und hier zu versuchen, kreative Winkel zu finden und irgendwie das Ganze spannend zu gestalten. Und das ist eben auch eine meiner großen Leidenschaften, die private und persönliche Videoproduktion, der Aufbau von meinem YouTube-Kanal und einfach so ein bisschen was zu teilen und immer wieder was Neues auszuprobieren und dann eventuell auch darin besser zu werden. So viel zu mir. Ich habe euch mal ein paar Videos dann am Ende verlinkt, die ihr euch gerne anschauen könnt, wenn ihr ein bisschen mehr zu der Level-Up-Serie, aber vielleicht auch über mich erfahren wollt. Und wir werden jetzt dann gleich mal uns ans Kochen machen, denn ich habe schon einen Bärenhunger.